Hey Leute, heute zeige ich euch so aus alt mach neu DIYs, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar kam am Samstag kein Video, weil ich es nicht geschafft habe zeitlich. Da habe ich euch aber auch auf Instagram Bescheid gesagt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Als erstes zeige ich euch, wie ihr aus einer alten, zerkratzten CD etwas Neues machen könnt. Und dafür braucht ihr auch so einen CD-Ständer, sage ich mal. Aber den habt ihr normalerweise eigentlich auch schon zu Hause. Und dann nehmt ihr euch die CD und dann locht ihr die. Das ist ein bisschen schwer mit dem Locher, aber es geht auf jeden Fall. Und zwar locht ihr einmal rundherum. Und so sieht das dann aus. Dann stellt ihr das auf euren CD-Ständer und dann könnt ihr das als Schmuckbehälter oder Schmuckhalter benutzen. Für Armbänder und Ohrringe eignet sich das besonders gut. Ich hatte jetzt nur ein Armband, was ich da drauf machen konnte, zur Demonstration. Aber ja, das war auch schon das erste DIY. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr aus einem T-Shirt etwas Neues machen könnt. Und dafür müsst ihr den oberen Teil abschneiden, wie ihr hier bei der gestrichenen Linie seht. Und dann braucht ihr den oberen Teil nicht mehr, sondern nur noch den unteren Teil. Und da müsst ihr noch diese Naht wegschneiden. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ihr müsst das jetzt nur noch so zurecht zuppeln. Und dann habt ihr so eine Art Schal. Also ihr kennt doch bestimmt diese Schaldinger, die man einfach nur so über den Kopf, über den Hals stülpt. Und so einen habt ihr dann. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr aus einem Ordner was Neues machen könnt. Und dafür braucht ihr natürlich einen Ordner und Gummi. Das Ding im Ordner könnt ihr ruhig drin lassen, das ist nicht so schlimm. Und dann müsst ihr erstmal so das Gummiband abmessen. Und zwar müsst ihr 3 Streifen später dann machen. Ihr werdet das gleich alles noch verstehen. Und zwar braucht ihr von jeder Länge 2 Stück. Wir machen nämlich so ein Register, sage ich mal, zum Aufhängen. Und das müsst ihr dann nur noch festkleben und ihr werdet gleich, wenn ihr das im Ganzen seht, auch verstehen, wie ich das meine. Und zwar macht ihr dann auf jeder Seite 3 Gummibänder auf 3 verschiedenen Höhen. Und so sieht das dann im Gesamtbild aus. Also ihr könnt das zusammenklappen und wieder aufklappen. Und dann könnt ihr das an die Wand hängen und dann könnt ihr da Unterlagen drin aufbewahren, indem ihr einfach den Ordner aufklappt und ihn wieder zuklappt und dann habt ihr so eine Art Register, würde ich jetzt sagen. Und das letzte ist, wie ihr aus einer Flasche etwas Neues machen könnt. Und dazu müsst ihr auf die Flasche erstmal 2 Fenster zeichnen, sage ich mal, mit Edding. So sieht das dann aus. Und dann müsst ihr die mit einer Schere oder mit einem Messer ausschneiden. Soweit war es das auch erstmal schon. Ihr müsst jetzt nur noch eine Sache machen. Und zwar müsst ihr ein Loch auf die Unterseite der Flasche machen. Denn wir machen jetzt so eine Art Blumentopf. Und zwar kommt da dann erstmal Erde rein. Und dann kommt da auch schon eine kleine Pflanze rein. Und damit man das gut gießen kann und das Wasser abfließen kann, haben wir gerade auch das Loch unten reingemacht. Dann macht ihr noch Erde da oben rein, wie ihr das hier seht. Also ihr pflanzt das einfach ganz normal ein. Jetzt könnt ihr die Flasche noch aufhängen und dann sieht das Ganze so aus. Und ich finde das auch richtig süß, was man so mit einer Flasche machen kann. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!